Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Factorio. Und in der letzten Folge haben wir ja da unseren Spaß gehabt mit diesem schönen Außenposten da. Und ich habe letzte Folge was erzählt von, dass ich ganz gerne so ein, dass ich ganz gern weit weg so ein quasi System habe, halt wo wir das Zeugs farmen. Und ich weiß, dass das ein bisschen ineffizient ist und dass das viel mehr Sinn machen wird, wenn wir da in der Umgebung alles abgrasen. Aber das geht mir da jetzt nicht wirklich um die Effizienz, sondern einfach nur, dass ich so ein System quasi habe, weil ich das irgendwie cool finde. Und deswegen werden wir jetzt die Folge mal auf Erkundungsfahrt gehen. Aber nicht mit dem Auto. Weil da ist ziemlich viel Munition drin. Jetzt wäre es gerade fast kaputt gegangen. Wir werden uns dann einfach kurz ein zweites machen. Ich habe auch da eine Kernbrennstoffzelle. Mit der können wir dann fahren. Warte, jetzt will ich nur mal kurz schauen. Kupfer, da stehen gerade urviele Züge. Sind die alle? So, du kommst von da oben. Das müssen wir da dann aber wegmachen, weil... Oh. Da ist wirklich... Da mal. So, das sind Flammenwerfer. Das ist das allerletzte Kupfer, was da ist. Dann, da mal. Der Zug hat das schon. Und dann machen wir da auch die 30 Sekunden weg. Weil wenn dann irgendwann das alles wirklich komplett weg ist, dann ja, bleiben die da oben einfach stehen und fahren nicht unnötig hin und her und tun Sprit verbrauchen. So. Und ich würde sagen, unser Auto, das stellen wir mal. Ah, da haben wir eh ein schönes Tor. Stellen wir da her. Wie schaut es da eigentlich aus? Oh, da ist ein bisschen was kaputt. Fehlt auch Munition. Haben wir natürlich ordentlich was mit. Okay, wenn da Geschütztürme kaputt gegangen sind, dann heißt das, dass da ein bisschen frequentierter irgendwelche Angriffe sind. Tun wir da halt noch welche herstellen. Okay. Gut, dann lassen wir das Auto da stehen und jetzt mache ich einfach ein zweites. So. Und dann nehmen wir jetzt einfach 400 Stück mit. So. Das heißt, das ist nicht schlimm, wenn es kaputt geht. Das eine Uran und das bisschen leicht Öl, das können wir verkraften, wenn das weg ist. Und, oh. Was wir mal abschalten werden, ist aber da den Roboterhanger, weil ich will nicht, dass dann zu viele Dinger kaputt werden, zu viele Roboter. Und wir werden jetzt wieder da nach hinten fahren, wo wir eh schon mal waren. Das ist jetzt gerade nur ein bisschen unvorteilhaft, wenn es jetzt Nacht wird. Weil dann sehe ich nicht, wo Steine sind. Weil wir sind da, glaube ich, schon mal gestorben, weil wir gegen einen Stein gefahren sind. Beziehungsweise dann ist uns das Auto kaputt gegangen und wir sind dann, glaube ich, eh gestorben. Ich weiß es aber nicht mehr. Aber jetzt können wir uns ja ganz gut wehren gegen die. Müssen halt das Auto selber reparieren, aber das ist ja nicht so schlimm. Gut. Naja, dann fahren wir halt einmal. Müssen wir halt nur sehr aufpassen. Genau, wegen solcher Sachen. Oh oh. Ja, und schnell weg. Weil das auf der Karte, das zählt natürlich alles nicht. Das sind überall, ich seh's da eh. Sind überall neue Nester. Und so wie es ausschaut, sind wir da durchgefahren.
Ui. Uah. Oh, schnell weg. Schnell weg. Ach du Heilige. Gut, gegen das können wir ankämpfen. Da können wir sogar stehen. Ah, nicht ganz. Fast. Ey. So. Wir können aber da nicht fahren, weil da kommen wir nicht durch. Wir müssen da oben vorbei. Wir müssen da durch. Immer schön vors Auto schauen, dass wir wissen, wo wir hinfahren. Das wird sowieso noch eine Challenge, weil, wenn sie euch überlegt, wir müssen da dann Schienen legen. Das wird dann Challenge Nummer 1. Aber ich will einmal ein bisschen weiter wegfahren. Ah, mir taugt das da gar nicht. Diese blöde Wüste. Weil das sind so viele Steine. Gut, da ist Wasser. Da sind wir dann da runtergefahren. Genau, da geht's durch. Nach unten fahren ist halt immer ein bisschen doof. Weil man die Nester natürlich nicht so früh sieht. Weil es logischerweise dann erst später am Bildschirm auftauchen und da muss man dann ziemlich früh. Gott, ich traue mich da jetzt nicht runterfahren, wenn da ein nächstes Nest ist. Okay. Probieren wir es. Oh oh. Warte mal. Vielleicht schaffen wir das. Ah. Ja, okay. Ah, da ist Öl. Da müssen wir oben vorbeifahren. Das sind gerade überall so viele Viecher. Ich will nicht die ganze Meute da anlocken. Wenn nicht Augen zu und durch. Ja. Ja, da geht's weiter. Gut, da sehen wir jetzt auch das bisschen Öl, was da ist. Und zwar, das kleine Stück sind 1700. Da sind so Inseln, aber da kommen wir halt nicht ganz weiter. Na, die sind überall ein bisschen unterbrochen. Das wäre natürlich praktisch für eine Zugstrecke dann. Ah, da ist schon wieder das nächste Nest. Da kommen wir auf keinen Fall vorbei. Da müssen wir um das rumfahren. Aber da haben wir schon mal Eisen. Und jetzt würde mich interessieren, wie viel Eisen ist das? Es sind nur 5,7 Millionen. Ich glaube, dass wir ganz schön weit weg müssen, dass wir da ordentliche Zahlen kriegen. Weil das ist auch irgendwie doof. Ui. Boah, ich weiß nicht. Warte mal, da fahren wir, glaube ich, rückwärts. Okay, da würden wir vorbeikommen. Aber wir haben nur eine Chance, glaube ich. Ja, komm, die Blauen, die haben sowieso keine Chance gegen uns. Ich weiß nicht, probieren wir es. Wir riskieren das Auto. Na egal, probieren wir es. Voll durch. Ja, okay. War jetzt nicht so schlimm. Weiter da.
Da ist mal länger gar nichts. Da ist wieder was. Ist auch wieder was. Ist aber interessant, dass da wirklich so ein Fleck ist, wo nichts ist. An Nestern. Okay, aber wir haben da mal Rohöl. Und zwar... Ui, nicht wenig. Wald ist da natürlich schlecht. Okay, also so wie es ausschaut, weiß nicht. Schaut nicht so gut aus mit dieser Idee, die ich da habe. Weil wie kommen wir da gegen die Nester an? Dann mal da das alles erkunden, dass auf der Map nicht so viel... Hui. Nicht so viel schwarze Flecken sind. Schalten wir das mal kurz ab. So. Es wäre halt dann natürlich eine schlechte Idee, irgendwie damit der Artillerie dann zum Reinschießen. So, da haben wir wieder Öl. Ach du Heilige, da ist ganz schön viel Öl da in dem Bereich. Obwohl, das ist gar nicht so weit weg von da. Ey. Huh. Wo kommen die her? Ah, schon klar. Ah, Zug, da war es ein bisschen zu spät, aber der ist durchgefahren. Okay, das Radar hat es nicht überlebt. Ja, da müssen wir was machen irgendwie. Da müssen wir wirklich... Eigentlich müssten wir wirklich da absperren. Aber das geht halt nicht gut. So, was schade ist, wir kommen leider da nicht vorbei. Obwohl, warte, wir könnten eventuell da durch... Oh nein, schlechte Idee. Okay, das war's. Das war's. Oh, holy shit. Behold the fish. Wir dürfen uns nur nicht von Säure treffen lassen. Wir sind nämlich schneller als die Viecher. Es war nicht unbedingt eine gescheite Idee, keinen Treibstoff mitzunehmen, weil wir sitzen da jetzt nämlich fest. So, was wir jetzt auch nicht machen dürfen, ist, dass wir wieder in neue Nester reinrennen. Weil sonst haben wir wieder so viele Viecher an der Backe. So, geht's einmal alle weg da. So. Ja, war natürlich cool. Kann ich natürlich auch nicht wissen, dass da auf einmal dann die Insel aus ist. Ich glaube, da geht's weiter. Das ist jetzt natürlich unvorteilhaft. Weil wir haben als einzigen Brennstoff gerade mal Holz mit. Und der bringt uns halt natürlich nicht wirklich so weit. Aber das Gute ist, ich kann da jetzt eigentlich halbwegs überall durchrennen. Boah, das schaut aber auch cool aus. Ach so, das bringt ja gar nichts, weil wir verlieren ja keine Leben. Das ist ja nur das Schild, was da am Sterben ist. Und unser Granatenvorrat. Aber eigentlich könnte man mit der Unendlichkeitsforschung so starke Nades machen,
oder auch Munition, dass wir da einfach überall nur mehr durchfahren. Dass wir wirklich einfach nur mehr Maschinengewehr raus und ab geht die Post. Also ich schätze jetzt einmal, das ist alles da. In der Mitte wird vielleicht ein bisschen Wasser sein. Aber da ist eine relativ kleine Verbindung. Das ist, glaube ich, da ist aus. Naja, dann nach unten wissen wir es nicht. Das ist halt blöd. Da haben wir wieder relativ viel Öl. Okay, das macht wenig Sinn, da jetzt kämpfen. Auch weil wir nicht so viel Munition mit haben. Gut, schade um den einen Uranbrennstoff, aber wie gesagt, können wir verkraften. Ja, ich glaube, wir werden aber wirklich vorerst einfach da eine Linie durchziehen. Weil da ist es überall so groß. Das mag ich dann auch nicht. So, wir sind jetzt wieder da am Stützpunkt und wie ich da gerade sehe, sind da nur mehr 8 Logistikroboter verfügbar. Das heißt, wir werden jetzt in den... Oder nein, wir werden den zuerst mal auf manuell stellen. Werden da mal wieder ein paar Roboter hindern. So. So. Gehen wir dem da noch die restlichen. So, jetzt fahren wir da rein. Gut, gib Gas. Dann fahren wir mit dem jetzt rauf. Und ja, eigentlich müssen wir ja nicht so weit da nach hinten. Wir haben ja da überall noch. Wir haben da noch wirklich viel zu machen. Und da sind die Nester noch nicht so arg groß. Aber wir sind schon da. Problem ist halt, dass das Auto, das haben wir ja oben zum Uran hingestellt. Das heißt. Warte mal. Der steht dann bei der Raffinerie. Der müsste bei der Munitionsfabrik dann stehen. Den holen wir uns dann einfach kurz. Fahren mit dem rauf. Dann hat sich das. Der müsste eh da stehen. Ja, genau. So. Du bringst mich bitte darauf, weil ich hatsch da sicher nicht hin. Und für das muss ich mal jetzt nicht unbedingt ein Auto machen. Und dann müssen wir da ein paar Sachen reparieren kurz. Und dann würde ich sagen, ja, war es das eh schon wieder für die Folge. Das ist jetzt ein bisschen eine kürzere. Wahrscheinlich so voll ungewohnt von mir, so kurze Folgen. So. Dankeschön. Achso, ja, die können wir wieder aufdrehen. So, gegen den haben wir natürlich keine Chance. Fahren wir da gleich quer runter. Zu dem, Gruß. Sag einmal, sag einmal. Müsste eh da wo sein. Oh, so viele Nester da überall. Ah, die gruppieren sich da schon. Sind wir da jetzt alle nachgerannt? Nein. Wo ist da die Gruppe da?
haben wir mit dem Auto natürlich ein bisschen einen Vorteil, weil das Maschinengewehr vom Auto, das schießt schneller. Das werden wir mal zerlegen da. So. Alles hinig, gut. Und dann sind wir da beim Eisen. Müssen wir natürlich wieder hindun, weil sonst geht da die Hälfte nicht. Das da ist alles voll. So. Der ist jetzt aber nicht ganz voll. Achso, da wird gerade einsortiert. Okay. Na gut. Dann wären wir noch da. Wenn die da dann so oft herlaufen, brauchen wir natürlich. Boah. Brauchen wir natürlich da auch ein bisschen Verteidigung. Eine Primitive. So. Aha. Okay. Also mal da. Weil da rennen sie eigentlich hauptsächlich hin. Achso, ja. Und da haben wir eigentlich eh überall ein paar Türme, aber da können wir eigentlich da und da noch einen herstellen. Da ein bisschen Munition reintun, dann passt das schon, dann ist das wieder ein bisschen sicherer da. Und was wir, glaube ich, in der nächsten Folge machen werden, ist, dass wir da in die Fabrik ein bisschen einen Schwung reinkriegen, weil das ist ja... Kann man sich ja nicht ganz anschauen, diese... Ja, das da. Das geht so nicht ganz. Jetzt müssen wir ein bisschen upgraden. Und zwar... Eigentlich müssten wir es auf selbe Niveau machen wie Gelb und Weiß. Und das... Oder ist noch ein bisschen leisen. Und das muss da eigentlich auch irgendwann folgen. Jetzt haben wir da Bergbauproduktivität, das ist gut. Das heißt, dass im Endeffekt, warte mal, wir haben jetzt schon 70% Produktivität. Das heißt, eigentlich sind da keine 4,4 Millionen Eisen, sondern... warte mal, das müssten irgendwas mit 7 Millionen dann sein. Keine Ahnung, kann irgendwer nachrechnen, wenn er will. 4,4 mal 1,7. Ja, müssten irgendwas zwischen 7 und 8 Millionen sein. Aber gut. Ja, dann beende ich hier gleich die Folge und bedanke mich hiermit recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über Like und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.